Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei mir auf dem Kanal Backpacker Wilderness Outdoor Gear Channel. Wunderbar, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit einem Thema, wo es alle betrifft, die Outdoor gehen und sich was erhitzen möchten. Da habe ich ein bisschen Erfahrungswerte, wo ich weitergeben möchte, über viele Jahre gesammelt und die möchte ich jetzt hier einfach einmal an euch weitergeben. Und zwar geht es heute um Spiritusbrenner. Das ist natürlich was, was jeder haben sollte und da gibt es auch verschiedene. Es gibt ja Brennpasten und so weiter und so fort. Da gehen wir noch kurz drauf ein nachher und dann kann ich euch ganz einen klaren Favoriten geben. Den könnt ihr euch kaufen. Da bin ich überzeugt, dass kein Fehlkauf macht, weil ich habe den schon einige Jahre jetzt und bin hoch zufrieden damit. Es gibt ja wirklich eine Vielzahl von Sachen, wo man draußen was erhitzen kann. Also vom klassischen Feuer bis hin zum Gaskocher. Da kann ich sagen, den habe ich viele Jahrzehnte genutzt. Bin dann erst relativ spät eingestiegen in die Brennpaste und Spirituskocher. Habe die Vorteile erkannt über die lange Zeit. Und die sind da wirklich sehr gut. Ganz früher war ich noch ganz viel unterwegs mit dem Esbit. Den habe ich immer noch sehr oft dabei sogar, weil er einfach wirklich sehr gut ist. Hat auch Nachteile in der Kälte, das wisst ihr ja. Und auch die Spirituskocher und Brennpasten haben Vor- und Nachteile. Ich will kurz ein wenig ansprechen. Und wir werden uns heute einmal zwei Modelle anschauen. Und zwar einmal den Tatonga-Brenner und einmal den Esbit-Spiritusbrenner. Den habe ich ein bisschen modifiziert. Da gebe ich euch ein paar Tipps jetzt gleich. Und dazu legen wir mal los mit dem ersten Brenner. Ich habe mir das Ganze zwar hier ausgedruckt, aber da könnt ihr wieder selber nachschauen, in der Videobeschreibung unten ist alles verlinkt. Da kann man sich wieder alle sämtliche Daten haben. Die wichtigsten Daten sage ich natürlich hier vorweg. Es ist so, ich kann jetzt einmal ganz viel erzählen über diese zwei Brenner. Das habe ich ja gesagt, den Esbit einmal und einmal den Tatonga. Da ist jetzt so, dass hier ein wesentlicher Unterschied ist, und zwar von der Füllmenge her. Der Esbit hat ungefähr 70 Milliliter Brennspiritus drin und der Tatonga ca. 120. Der ist ein bisschen größer, das hat auch einen ganz guten Vorteil, das werde ich jetzt gleich erklären. Aber dass ihr das mit dem Größenvergleich seht, die sind eigentlich von dem Maße her relativ identisch, auch die Deckeln passen. Einer ist wieder ein bisschen so Messing und der andere ist Edelstahl. Also vorweg kann ich jetzt gleich einmal sagen, ich selber kenne keinen Unterschied zwischen Messing und Edelstahl. Ich habe auch schon andere Modelle gehabt, kurzzeitig einmal. Und zwar einmal den Trangiana, der ist auch brutal gut, also der ist wirklich gut, der passt zu dir dazu, die sind beide wirklich gut. Und habe einmal ein Billigmodell gehabt, das war schlecht, das ist sehr schnell undicht worden. Das war also ein 4-Euro Brenner und den darf man nicht mehr kaufen. Bei denen kann ich vorweg sagen, die sind schon sehr lang im Gebrauch, viele Jahre und ist noch keiner undicht worden von den zwei. Man muss ein paar Sachen beachten, und zwar wenn der Brenner einmal läuft, dass man dann, wenn der heiß ist, den Deckel nicht gleich drauf gibt wegen der Dichtung. Ein bisschen warten, kurz drauf ausmachen und dann den Deckel erst drauf tun, wenn er wirklich abkühlt ist. Zudem ist es so, wenn man in warmen Zustand zuschraubt, natürlich schraubt man immer ein bisschen fest zu, muss ja noch handfest sein, aber er geht dann relativ schwer auf, wenn man in heißen Zustand zuschraubt. Das ist bei beiden Modellen also, und ihr seht es auch hier, habe ich mir einen Deckel um so ein Gummiband runter, dass ich das leichter aufkriege, weil der ist öfter ganz schön schwer zum Aufschrauben. Ich meine, es ist machbar, aber das ist mir heute mal aufgefallen, dass die wirklich dann entweder Vakuumzink drin oder so, das weiß ich nicht genau, und die Deckeln relativ schwer aufgehen. Jetzt zeigt es mir meine gängigen Brenner hier im Größenvergleich. Also ein Esbit gebe ich jetzt einmal weg, um den geht es jetzt hier überhaupt nicht. Und der ist ja relativ veraltet, aber es ist immer gut, wenn man Esbit-Tabletten irgendwo drin hat, in seiner Zunderbox oder so, habe ich immer einen dabei. Mit so einer Brennstofftablette von Erich Schumm, Brennstoff in Tablettenform, kann man wirklich so eine Tasse hier sehr leicht erhitzen und das ist ausreichend, dann ist kochend heiß und dann war es aber auch schon. Das ist ein wenig das Problem vom Esbit, sehr gut, aber es geht besser. Hier habe ich den klassischen N71 Schweizer Notkocher. Original verpackt hier. Meine anderen zwei habe ich leider aussortieren müssen, weil alles komplett zusammengerost ist im Laufe der Jahre. Aber ich habe sehr lange dabei gehabt, das Ganze. Man sieht auch hier, ist also ein Standfuß dabei. Das ist der gleiche, das ist von meinen alten. Und ich habe auch hier noch welche. Das seht ihr jetzt. Die sind wirklich sehr brauchbar. Das möchte ich vorweg sagen, dass man hier diese N71 auch
hier nutzen kann. Auf beiden Modellen und auch auf diesen hier. Das ist jetzt von Sichersaat, so ein Notkocher. Man kann die auch kaufen von der Gastronomie. Da ist eine Brennpaste drin, hier ist auch eine Brennpaste drin. Die Brennpaste ist super. Das ist die beste hier, die brennt ewig. Da reicht es auch lang, man kann es nachfüllen, das ist kein Problem. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, auch der Wechsel von der Dichtung kein Problem. Und bei denen sind natürlich viel einfacher. Ja, jetzt schauen wir uns die mal an, warum die ein bisschen vorteilhafter sind, die Spiritusbrenner. Ich finde einfach, weil man die sehr schnell nachfüllen kann. Man schraubt auf, füllt das Ganze zu zwei Drittel auf. Bitte macht es nicht ganz voll immer, sondern wirklich nur, ich mache es immer bis zu diesem Rand hier voll. Und dann reicht das auch. Das ist einfach das Schöne. Man kann die beliebig oft nachfüllen. Man kann einen handelsüblichen Spiritus nehmen. Nimm ja den billigsten, den ich kriege, im Sonderposten, Baumarkt. Da möchte ich jetzt dazu sagen, ich habe es auch schon probiert, wie diese hier mit Brennpaste. Ist bei denen hier kein Problem, bei den Notkochern mit Brennpaste. Aber bei diesen Modellen hier ist wirklich ein Problem, weil die Löcher dann oben zu sind und der einfach nicht funktioniert. Man füllt Brennpaste rein, man stellt seine Taste drauf und wartet eine halbe Stunde und wird immer noch nicht warm. Also da ist einfach der Brennpunkt auch ziemlich schlecht. Also probiert es bitte nicht aus. Ihr könnt es probieren, ich habe es auch probiert, oft. Und ja, es ist einfach, ne, wie soll ich sagen, mit der Brennpaste schlecht. Also da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Auch Lampenöl darf ich jetzt nicht verwenden, weil Lampenöl würde zwar brennen, es würde funktionieren, oder auch Diesel und so, aber das rußt halt sehr stark und hat sehr viel, ja, Abgase, die wo einfach dann da rumfliegen, das wo einfach ein ganze Waldambiente kaputt macht. Spiritus geht jetzt noch, der riecht jetzt angenehm für dich, mag das ganz gern, vor allem Zweitakter. Geruch ist sehr gut und da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ja, jetzt habe ich meine Brennpasten verräumt, das ist immer sehr wichtig. Ich habe die in einem verschlossenen Container drin, dass das Ganze nicht ausdampfen kann. Weil da bin ich sehr feierin, ist der Hund sehr feierin, von dem her verschließt das alles, den ganzen Spiritus und Brennbenzin und was auch immer, einfach an irgendeinen luftdichten Ort, wo es auch kühl ist und nicht heiß. Genau, aber jetzt zurück zu den Brenner. Mei, hier habe ich die Angaben ausgedruckt, man kann jetzt wirklich nicht viel sagen, man kann jetzt die Maße, ihr seht es ja selber, dass der Tatanga einfach größer ist, mit 120 ml. Der hat schon fast das Doppelte von dem. Das ist ja das große Problem, es ist der Nachteil vom S-Bit. Er schaut schöner aus, hat auch hier so eine Haube, wo man aufmachen kann, dann kann man die Flamme ein bisschen regulieren. Ist total geil, man kann jetzt einen Kaffee machen, da brauche ich es eigentlich ich öfter mal, dass ich in der Früh einen Kaffee mache. Machen wir ein bisschen mehr, dann stelle ich eine Tasse rauf, dass die warm bleibt. Das ist gut, das Teil passt dann auch ein Tatanga drauf, ist kein Problem, aber ich nehme es eigentlich selten mit, muss ich gestehen, also brauche es eigentlich nicht wirklich. Was man ganz wirklich braucht, ist einfach hier ein Kreuz oder ein Topfhalter. Das ist wichtig und da empfehle ich euch, kauft euch irgendwo einen 71, nehmt es den nachher und nehmt das Teil her hier. Ich habe noch welche, ihr seht es, die sind recht schmutzig und man kann die einfach draufstellen. Das ist das Schöne und somit kann man hier das Ganze erhitzen. Ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, dass der S-Bit ca. 35 Minuten bis maximal knapp eine Stunde brennt. Dann ist er vorbei, dann ist er leer. Bei dem ist es besser, der brennt 1,5 bis 2 Stunden. Okay, ihr seht die zwei Namen jetzt. Und wie gesagt, sie sind wirklich vom Gewinde her gleich. Man kann jetzt da hier durchwechseln, wie man mag. Also das ist kein Problem, wenn jemand Wert drauf legt, dann ist es wurscht. In der Brenndauer habe ich schon was gesagt, was ich da so vermute. Und jetzt geht es aber um ein anderes Teil, weil das haben mich schon die letzten Jahre viele, viele Zuschauer gefragt, wo ich denn dieses schöne Topfkreuz her habe. Das wisst ihr jetzt, das ist von N71 und das Schöne ist, es passt hier drunten drauf. Ihr seht, ich habe das Ganze hier noch ein bisschen mit einem Gaffer, bei mir ist alles mit Gaffer oder mit Panzertape umwickelt. Ist auch ein bisschen ein Schutz gegen Kälte, weil Spiritus einfach wirklich schlecht brennen oder einen Flammenpunkt, glaube ich, von 13 Grad plus circa. Ihr wisst, im Winter brennen die relativ schwer. Wer darauf angewiesen ist, nehmt einfach einen Schlafsack mit, werft es hinten ins Fußteil rein, schraubt es gescheit zu. Dann, oder tragt es am Körper in der Jacke. Dann habt ihr auch im Winter kein Problem. Das Problem ist auch mit dem S-Bit, also der brennt ja im Winter auch nicht so toll. Aber das, glaube ich, wisst ihr ja alles. Ja, aber ihr seht jetzt hier, dieses Kreuz oder diese Topfhalterung passt auf beiden. Das ist cool, oder?
Hier hat man noch ein bisschen Platz drunten, das seht ihr jetzt hier. Da kann man zum Beispiel noch irgendeinen Sondereischirm oder ein Feuerzeug, je nachdem. Da passt ja sehr viel rein. Ich muss mal schauen, ob ich ein Feuerzeug zufällig da habe. Nein, da kannst du. Aber das würde da unten hier so ein kleines Feuer, das ist jetzt auch wieder mit Kaffee umwickelt. Da seht ihr es, aber das würde da drunten einpassen. So hat man alles beieinander. In dem Video ist es jetzt also, da kann man nicht verirrt sein, aber ich möchte einfach ja, einen Erfahrungswert weitergeben, weil jeder fast kauft sich einen Spiritusbrenner, weil man einfach Auto wirklich sehr gut nutzen kann. Und da ist es halt so, da ist die Anzahl, die Vielfalt quasi, was es gibt, sehr, sehr hoch. Und da kann ich sagen, dass man vieles nicht kaufen muss, wenn es extrem teuer ist. Die beiden liegen jetzt momentan bei 15 Euro rum. Das ist okay, also 15 Euro kann man für das ausgeben, weil dann hat man es ja ganz lieb, außer man fährt mit dem Auto drüber oder so. Genau. Also wie gesagt, die zwei kann ich absolut empfehlen. Kauft euch noch so eine Halterung dazu, die könnt ihr aufmachen und dann sitzt das auch sauber. Das ist beim Tatonga besser, die sitzt wirklich bombenfester drauf. Also da gibt es kein Problem, auch bei denen, aber da kann es sein, dass man es öfter mal ein bisschen runterzieht. Und da hat die auch ein bisschen überlegen, wer sie einen kaufen mag, ob er sie wirklich von 70 auf 120 Milliliter sich das leistet. Kostet nicht mehr. Aber ich kann aus der Erfahrung sagen, nehmt euch damit 120. Da kann man mal eine Tasse erhitzen, zwei vielleicht, dann ist es vorbei. Dann, wenn man mal zwei, drei Tage unterwegs ist, braucht man wieder Flaschen. Die habe ich persönlich nicht dabei, weil die reicht eigentlich. Da kann ich meinen Kaffee machen Mittag, ich kann meinen Kaffee nachmittags machen, ich kann auf Nacht machen, ich kann meine früher noch mehr machen. Und dann ist immer noch nicht leer. Das ist das Schöne daran. Ich weiß nicht, was ich euch noch erzählen soll dazu. Ich habe jetzt den Nachkocher ein bisschen mit reingenommen, weil sonst war das Video noch zwei Minuten zu Ende. Ihr wisst, um wo es geht, warum ich das mache, für unsere Neulinge. Aber da kann ich gleich mal vorweg sagen, zum Kochen sehr bedingt brauchbar. Also da ist wirklich besser, ihr habt eine Pushbox dabei. Also da mit der Pfanne drauf kochen, da braucht man dann schon zwei, drei, weil einfach der Flammpunkt, der Hitzepunkt dann nur in der Mitte ist und das nicht ausreicht, dass die ganze Pfanne richtig heiß wird. Also ich habe es einmal probiert, es ist nicht so richtig gegangen, es ist einigermaßen, aber war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Okay, jetzt noch ganz kurz ein Fazit. Kauft euch einen Tatonga. Da bin ich absolut begeistert. Ich habe mit der Firma Tatonga nichts zusammen, ich habe mit der Firma Spitz zusammen. Und deswegen sage ich das jetzt, weil der einfach von der Füllmenge her besser ist. Und ja, er ist einfach ein Favorite von mir. Der kommt jetzt auch gleich wieder hier in diese Tasche. Da ist er immer mit dabei. Und dann sind wir auch schon wieder durch hier. War ein kurzer Beitrag. Ich weiß, ist wieder ein Thema, wo es jetzt nicht so präsent ist. Ich könnte jetzt andere Themen machen, wo natürlich weitaus mehr Klicks bringen. Aber es geht ja um das, dass man eine Sammlung haben auf meinem Gear-Kanal, wo man nachschauen kann als Neuling. Das ist, finde ich, immer sehr, sehr wichtig. Da war ich früher auch sehr dankbar, wie ich angefangen habe, dass ich dann früher, wie das losgegangen ist in YouTube, vor 10 Jahren schon, habe ich da öfter mal eingeschaut, was man da kaufen kann und was nicht. Da ist das einfach wirklich Gold wert, wenn jemand seine Tipps abgibt und man kann diesen Typen auch vertrauen. In dem Sinn, hau jetzt wieder ab, muss jetzt wieder Steuer machen und dann in die Arbeit. Und ja, wir sehen uns auf dem Hauptkanal, glaube ich, die nächsten Tage auch wieder, wenn ihr dazukommt, wir ein Video abdrehen. Und ansonsten sehen wir uns wieder auf dem Tierkanal. Wie gesagt, es geht mit den Schlafsäcken noch weiter. Da habe ich auch noch einiges zum Abarbeiten. Und danke fürs Zuschauen. Bitte Abo und Like da lassen. Gerne auf dem Hauptkanal rüberschauen, auch abonnieren, dass wir da weiterkommen. Und der Weitler sagt in dem Sinn, fertig.